Willkommen zur zweiten Folge von In Serie. Thema Dragon Ball Z Butoden. Die 32-Bit-Ära. Jetzt könnte es etwas haarig werden, denn einige der Spiele, die ich hier bespreche, dürften für viele von euch da draußen die ersten Dragon Ball Games gewesen sein. Und das bedeutet natürlich, dass viele von euch nostalgische Gefühle für die Spiele haben. Das ist in Ordnung. Ich habe die Spiele aus der 32-Bit-Zeit gespielt, als ich etwas älter war. Und da diese Reihe hier sehr persönlich ist, ja, ich bin ein bisschen kritischer, was diese Spiele angeht. Also, ihr selber solltet es nicht persönlich nehmen, wenn ich mit eurer Meinung nicht übereinstimme. Denn wenn ihr mit meiner Meinung nicht übereinstimmt, nehme ich das auch nicht persönlich. Alles gut. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 für PlayStation. Es erschien in Japan am 28. Juli 1995, in Europa bzw. in Frankreich ein Jahr später im Juli 96 und in den USA erst am 25. März 2003. Natürlich konnte man das Spiel in Deutschland bekommen, wenn man es aus Frankreich importiert oder mitgebracht hat, aber offiziell erschien es erst sehr viel später, als eben Dragon Ball Z hier auf RTL 2 lief. Ein genaues Datum habe ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch so 2002, 2003 war. Ultimate Battle 22 hat, wie schon Buryu Retsuden auf Mega Drive, kein Butoden im Namen. Aber es ist eines, logisch. Sonst würde ich es nicht hier vorstellen. Es ist kein Butoden, weil es vom gleichen Entwicklerstudio kommt, nämlich Tosei, sondern weil es einige Musikstücke, Special Moves und eine ähnliche Steuerung und ein ähnliches Feeling besitzt, wie die 16-Bit-Vorgänger. Ach ja, der Name. Es heißt Ultimate Battle 22, also 22, weil es 22 spielbare Kämpfer gibt. Wobei, das stimmt eigentlich gar nicht. Es gibt noch 5 Kämpfer, die man sich erspielen kann. Also korrekter wäre eigentlich gewesen Ultimate Battle 22 plus 5. Ja, es ist das erste Dragon Ball Z-Spiel für PlayStation, das erste in der 32-Bit-Zeit. Die Spiele davor, also Super Butoden 2 und 3, die fand ich ja schon ganz gut für das, was sie sein wollten. Jetzt in der Next Generation, also das muss doch der Hammer werden, oder? Die Eckdaten sind auch wirklich nicht von schlechten Eltern. Die Sprites der Kämpfer wurden von den Zeichnern der TV-Serie gezeichnet. Die Hintergründe sind in 3D, was erstmals die Power der PlayStation ermöglichte. Und es dreht sich sogar die Kamera. Die Musik kommt von CD. Es gibt klare Sprachausgabe mit recht viel Text. Ja, das ist doch ganz cool, oder? Also, diese Technikgeilheit der Entwickler, die sorgt leider dafür, dass es kein Splitscreen mehr gibt. Und so wirklich einschätzen, wie hoch oder wie weit man vom Gegner weg ist, wenn man fliegt, das klappt irgendwie auch nicht. Denn die Hintergründe sind zwar in 3D, aber die Kämpfer sind ja weiterhin zweidimensionale Sprites. Und apropos Sprites, ja, die sehen schon gut aus, aber die sind mir zu klein und wie zur 16-Bit-Zeit sind die auch sehr schlecht animiert. Die Auflösung ist auch nicht die beste. Und um nochmal auf die 3D-Hintergründe zu sprechen zu kommen, die sind langweilig, leer, schrecklich, trist. Die sind auch technisch nicht so richtig schön umgesetzt. Die beißen sich tonal auch total mit den bunten Kämpfer-Sprites. Alles in allem muss man sagen, dass die Technik wirklich nicht gut ist. Ja, auf dem Papier klingen die eben erwähnten Punkte toll. Aber wenn man das alles so unfähig umsetzt, bringt das auch nichts. Spielerisch hat sich gar nicht so viel geändert. Wie gesagt, es gibt kein Splitscreen mehr und leider hat man auch das Super Special System geändert. Denn wenn man nun ein dickes Kamehameha ausführt, wird das Spiel nicht angehalten und es gibt auch keine Kontersequenz. Ja gut, jetzt mag man meinen, okay, also wie in anderen Prügelspielen, heißt, der Super Special kommt direkt in Echtzeit raus. Nein, das eben nicht. Der Kämpfer lädt sein Super Special recht langsam auf und lässt ihn nach einigen Sekunden vom Stapel. Und mit Glück trifft man. Da hat jemand nicht nachgedacht.
Ansonsten hat man das Spieltempo etwas angezogen, die Steuerung reagiert noch ein wenig schlechter als noch zu Super Butoden 2 Zeiten und das ist sehr ärgerlich, weil es gibt wieder sehr viele Special Moves, die sich in ihrer Ausführung ähneln. Also alles ist ein wenig krampfig. Nicht so schlecht wie beim ersten Super Butoden, aber doch, ja, nicht so gut wie in Teil 2. Ja, ich finde das Spiel jetzt nicht so schlecht. Es ist kein besonders gutes Fighting-Game, aber als Fan kann man schon Spaß haben. Darüber habe ich ja schon in der ersten Folge gesprochen. Meine zwei bisherigen Favoriten, Super Butoden 2 und Buyo Retsuden, schlägt es nicht. Besonders die für PlayStation-Verhältnisse armselige Technik finde ich sehr enttäuschend. Da wäre einfach viel mehr drin gewesen. Der fehlende Splitscreen und das unfassbar dämliche Super-Special-System sind auch zwei große Minuspunkte in meinen Augen. Kann man spielen, aber ein richtiger Fortschritt ist es nicht. Dann kommen wir zu Dragon Ball Z Shin Butoden. Von dem Spiel haben viele noch nicht gehört. Es erschien am 17. November 1995 exklusiv in Japan, exklusiv für Segas Saturn. Und endlich haben wir wieder ein Spiel mit Butoden im Namen. Und was für eines. Beim Intro mag man schon denken, Moment, das sieht aus wie ein Remix von Ultimate Battle 22. Ja, und im Grunde ist das Spiel auch genau das. Man hat die 27 Kämpfer-Sprites aus diesem Spiel genommen und das ganze Spiel wieder mehr in Richtung 16-Bit-Butoden gerückt. Es gibt keine hässlichen 3D-Hintergründe, nein, die sind von Hand gezeichnet. Es gibt wieder ein Splitscreen und das Super-Special-System ist auch wieder ähnlich wie zu seligen 16-Bit-Zeiten. Es gibt viel mehr Kontermöglichkeiten. Nicht nur, wenn man einem Super-Special gegenübersteht. Nein, sogar wenn man weggeschleudert wird, kann man sich in der Luft erholen und den Gegner überraschen. Man kann in einen anderen Abschnitt der Stage fliegen und sogar in den Hintergrund. Moment, die Stage sind doch gar nicht in 3D. Richtig. Es gibt auch nur eine kleine Animation, in der man eben in den Hintergrund fliegt und dann wird übergeblendet. Noch cooler, es gibt Angriffe, die den Gegner in den Hintergrund schleudern. Außerdem hat man nochmal das Tempo angezogen. Manchmal ist es mir sogar zu schnell. Besonders wenn man die Specials eingeben will. Da zickt nämlich die Steuerung etwas, wie schon bei Ultimate Battle 22. Und das, obwohl das Saturn-Joypad eigentlich top ist für Fighting Games. Abhilfe schaffte mir hier ein Arcade-Stick. Damit ging alles wunderbar von der Hand. Von Ultimate Battle 22 hat man, neben den Sprites, noch die stellenweise grandiose Musik und die Sprachausgabe übernommen und sogar erweitert. Technisch ist das Spiel jetzt kein großes Meisterwerk, aber es wirkt um einiges homogener, weil alles handgezeichnet ist. Die Hintergründe sind auch wirklich schön anzusehen. Da ist zwar immer noch nicht viel los, aber sie sind bunt und passen einfach zum sonstigen Look. Und nicht vergessen darf ich den Mr. Satan-Modus. Mr. Satan ist zwar nicht als Kämpfer spielbar, aber er hat einen eigenen Spielmodus. Dort muss man Geld verdienen, weil man von Nummer 18 erpresst wird. Wie verdient man Geld? Man wettet auf Kämpfe. Diese kann man dann ein wenig beeinflussen, indem man Bananen und andere Items in den Ring wirft. Die Idee finde ich schon sehr cool, aber ich habe das Gefühl, es ist Zufall, wer gewinnt. Und da man seine Items nicht besonders genau werfen kann, ist der Einfluss auf den Ausgang doch eher gering. Es ist wirklich eine witzige Idee,
aber mehr irgendwie auch nicht. Ein abschließendes Urteil fällt mir schwer. Ich weiß nicht, ob ich Shin Butoden wirklich besser finde als Super Butoden 2 oder Bujuretsuden. Ich würde sagen, es kommt auf meine Laune an. Ein besseres Spiel als Ultimate Battle 22 ist es auf jeden Fall. Und besser als hier wurde es auch erst sehr viel später, wie das nächste Spiel zeigt. Nun kommen wir zu dem letzten 32-Bit-Spiel in der Reihe. Dragon Ball Final Bout für PlayStation. Es erschien in Japan am 21. August 1997, in einigen Ländern Europas am 2. November 1997. In Deutschland jedoch, wie auch Ultimate Battle 22, später zur TV-Ausstrahlung. Irgendwann, ja, ich vermute 2002. In den USA erschien es ebenfalls früh, im Juli 1997. Später, 2004, erschien es nochmal in den USA mit einem anderen Cover, das mehr an Dragon Ball GT angelehnt war. Nach Shin Butoden haben wir nun wieder ein Spiel ohne Butoden im Namen. Und wieder verbinden bestimmte Elemente dieses Spiel mit den anderen in der Reihe. Ähnliches Konzept, ähnliche Musik, es gibt Kämpfer, die seit Super Butoden 2 in jedem dieser Spiele und auch hier die gleichen Special Moves haben. Final Bout hat auch ein ähnliches Super-Special-System, bei dem man einen Konter oder Block eingeben muss. Kurz gesagt, für mich gehört es zur Reihe. Aber erstmal, ihr habt's ja schon gesehen. Wow, was für ein Opening. Der Zeichenstil ist nicht so meins, ich mag den von Dragon Ball GT halt nicht, aber der Schnitt, die Animation und dieser Song, Biggest Fight, gesungen von Hironobu Kageyama, den alle Dragon Ball Z-Fans kennen sollten. Ich habe sogar ein echtes Autogramm von ihm. Hammer! Was für ein Auftakt zu einem Spiel. Aber was dann geboten wird, spottet eigentlich jeder Beschreibung. Die Eckdaten auf dem Papier klingen wieder ganz gut. Es ist das erste Dragon Ball Spiel, welches vollständig in 3D ist. Nicht nur das erste Fighting Game, sondern überhaupt. Die Stages sind aus Polygonen gebaut und die Kämpfer ebenso. Allerdings muss man an dem Können der Entwickler zweifeln, denn was hier technisch und spielerisch abgeliefert wurde, aber Moment. Das Spiel stammt natürlich ebenfalls von Tose, genau wie die anderen Butoden-Spiele. Und überhaupt, Tose hat viele andere gute Spiele gemacht. Also, was zum Geier ist passiert? Nach etwas Recherche kann ich sagen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie lange das Spiel in Entwicklung war und keine Ahnung, wie das Budget aussah. Ich spekuliere zumindest, dass man eine Vision hatte und man sehr ambitioniert an das Projekt rangegangen ist. Wie gesagt, es ist das erste Dragon Ball Spiel in 3D. Aber gut, was ist denn nun so mies? Also erstmal, das Spiel ist relativ langsam. Ich habe auch das Gefühl, das läuft in, keine Ahnung, also höchstens 30 Frames, vielleicht irre ich mich auch. Und das Schlimmste, es fühlt sich an, als gäbe es ein Input-Lag. Ich drücke den Knopf und meine Figur reagiert erst sehr viel später. Das seht ihr natürlich nicht, aber glaubt mir. Dann die Kamera. Ein Grauen. Schlägt man den Gegner weit weg, konzentriert sich die Kamera eben auf diesen. Man hat keine Ahnung, wo man ist. Fliegen und Dashen hat man auch verschlimmbessert. Man dasht nicht einfach nur, es gibt eine Taste, die man gedrückt hält und dann kann man in jede Himmelsrichtung dashen und auch fliegen. Das Bescheuerte ist jedoch, dass es sozusagen keine Abstufungen gibt, keine Regeln, wie ich zum Gegner stehe. Das bedeutet, ich kann 2,33 Meter über dem Gegner schweben und meine Angriffe gehen regelmäßig über den Gegner drüber. Man muss sich schon mit Fingerspitzengefühl genau auf seine Ebene begeben. Doch das ist eben schwer, weil das Spiel so lahm ist, weil das Spiel so eine Eingabeverzögerung hat. Und nach einer Aktion, egal ob Angriff oder Dashen, kann man nicht direkt was machen. Man kann auch keine Moves buffern. Heißt zum Beispiel, ich fliege zum Gegner, gebe kurz bevor ich halte den Move ein und dann müsste mein Kämpfer ihn direkt danach ausführen. Das geht in vielen guten Prügelspielen. Nein, hier nicht. Man muss hinfliegen, anhalten,
gucken, dass man wieder in der Stance-Animation ist, dann den Move eingeben, dann eine Sekunde warten und dann kommt der Move raus. Und Leute, selbstverständlich spiele ich die japanische Version und nicht die mehr als 20% langsamere PAL-Version. Die will ich mir gar nicht vorstellen. Und das Spiel ist in vielen anderen Belangen auch rückständig. Kombosystem? Nö. Dazu kommt noch die schon erwähnte, echt miese Technik. Manche Effekte sind gar nicht so übel. Aber sowohl die tristen Hintergründe als auch die grob schlechtig modellierten 3D-Figuren sehen einfach furchtbar aus. Im Ernst, das erste Tekken sieht besser aus. Und das erschien auf der PlayStation 2 Jahre vorher. Mir fällt auch auf Anhieb kein 3D-Prügler auf der PlayStation ein, der miese aussieht. Es gibt bestimmt welche, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber gut, ist auch egal. Fakt ist, Final Bout sieht mies aus. Es läuft mies und es spielt sich mies. Ich kann vielen anderen Spielen in der Reihe verzeihen, dass sie keine wirklich guten Fighting Games sind. Sie können dennoch Spaß machen, wenn man Fan ist. Final Bout macht keinen Spaß. Man sitzt einfach baff davor und fragt sich, ob man nicht gerade eine frühe Alpha des Spiels zockt. Genauso fühlt sich das an. Das einzig Gute, was dann aber auch wirklich gut ist, ist die Musik. Wie auch bei den anderen Spielen aus der Reihe. Die Sprachausgabe ist auch gelungen, aber das kann man inzwischen auch erwarten. Es tut mir leid, wie anfangs erwähnt, gibt es bestimmt einige Zuschauer, deren erstes Dragon Ball Spiel Final Bout war und sie es wahrscheinlich in ihr Herz geschlossen haben. Das kann ich verstehen, ist absolut in Ordnung. Ich kann dem Spiel leider nicht viel abgewinnen, um es mal diplomatisch auszudrücken. Ich könnte sogar über die Technik hinwegsehen, wenn es spielerisch angemessen wäre. Tja, aber so würde ich sagen, nicht mal Fans greifen zu. Ich weiß nicht, wie das Spiel in Sachen Verkaufszahlen abgeschnitten hat. Allerdings war danach für 5 Jahre Schluss. Nicht nur was Dragon Ball Fighting Games anging, sondern generell Spiele zu der Marke. Das muss jedoch nicht bedeuten, dass die Verkaufszahlen von Final Bout so mies waren. Man muss bedenken, dass die ganze Dragon Ball Marke Ende der 90er nicht mehr viel Aufmerksamkeit generierte. Wobei, ich spreche hier von Japan. Im Rest der Welt sah das natürlich anders aus. In manchen europäischen Ländern, wie Deutschland, wurde Dragon Ball Z erst sehr spät im Fernsehen ausgestrahlt. Und in den USA, der wohl größte Markt neben Japan und Frankreich, war die Serie auch erst 2003 zu Ende. Doch die japanischen Mühlen mahlen langsam. Für ein internationales Publikum produzieren? Ha! Auf den Trichter kamen japanische Spielefirmen erst spät. Manche leben immer noch in ihrer kleinen Inselwelt. Nichts für ungut natürlich. Wie dem auch sei, erst 2002, als sich langsam ein kleines Revival abzeichnete und der Manga in neuer Form in Japan erschien, gab es ein neues Dragon Ball Videospiel. Der Name? Dragon Ball Z in Japan. Und im Rest der Welt? Dragon Ball Z Budokai. Doch das ist eine andere Geschichte. In der nächsten Folge widmen wir uns den restlichen Butoden-Spielen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und klickt auch nächstes Mal wieder rein. Bis dann! Wenn euch das Video gefallen hat, oder wenn ihr sonst irgendetwas sagen möchtet, lasst mir einen Kommentar da, gebt mir einen Daumen nach oben und schaut euch mal ruhig auf meinem Kanal um. Ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht.